Gott! Sie für mich sühnen. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggerät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uba und Sigurd in Tempelburg getroffen? Burgrets Frau hat sich dort versteckt. Oba hat sie nach Tamefjord gebracht. Gibt es ein Problem? Mein Bruder, wenn du mich fragst. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Er ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Sofort angreifen. Das ist doch Pferdemist. Wir sollten lieber kämpfen, um Tamefjord von den Dänen zurückzuholen.
Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrids Anweisung. Leofrids Anweisung? Der König hat... Verleih mir Stärke! Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Verloren. Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivar Speer. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofrid kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Nicht mehr. Wir haben die Feste gestürmt und sie zurück nach Tarmifjord gebracht. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Weißt du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Ivar, los, bring mich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Was soll ich tun? Kämpfe, los, kämpfe!
verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Saxe? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Ivar? Giobert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Ivar hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Cheopedon und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Ich gehe nach Tarmeviont. Vielleicht hat Lady Athelswyth mehr zu erzählen. Zeig es mir. Thank you.
Acht, Jungs. Die Weiber hätten wir verscheucht. Die sehen wir nicht so schnell wieder. Ja, dumme Luder. War das? Du hast mich gehört. Ich brauche Eier. Schlangeneier. Die kleinen Scheißer gehen einfach nicht weg. Das Land ist mein Land. Ich war zuerst hier. Also wie gesagt, bring mir Schlangeneier und ich sorge dafür, dass sie nie wiederkommen. Schlangen ärgern war nicht mein Plan für den heutigen Tag. Aber das lässt sich ja ändern. Eine Belohnung? Ja, ich verstehe, was du meinst. Bring mir die Eier, dann entlohne ich dich. Ja, oh, mehr. Mehr Schlangeneier. Oh, das ist schon viel besser. Das wird langsam. Ja, ich spüre es. Mehr Eier, mehr. Oh, 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 ja. Ich wusste, ich würde es bereuen. Da kamen meine Innereien fast mit raus. Ach, könnte ich nur sehen, was jetzt oben geschieht. Mein Lohn, bevor ich jämmerlich ersticke. Wie vereinbart. Und? Hast du nichts zu sagen zu diesem übermächtig abgelassenen Wind? Er war umwerfend.
Du bist dran. Mit mir redet sie nicht. Eivor macht das schon. Los. Mein Freund Opa ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgred sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen für einen König, der sich feige verkriecht und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen. Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Ceolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Ceolwulf gibt sein Bestes, um dieses neue Land auf einer gemeinsamen Idee zu gründen. Nach meiner Meinung ist er der wahre Sohn Mercias. Ich spucke auf ihn. Alles Leben, was er in Mercia aufbaut, steht auf den Gräbern der edlen Leute, die ihr Leben gaben, um es zu verteidigen. Je länger sich das hinzieht, desto wahrer wird diese Aussage. Wir haben Cheopedun und Tamevjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tarn und die Männer von Mercia? Nein. Nur Leofrid ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofrid. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Raus, Iva! Sofort! Schon gut, schon gut. Aber solltest du bleiben, nimm dich vor dem Gestank in Acht, wenn die fertig sind. Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Sagas wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das ein Reich in den dunkelsten Stunden im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Ceolwulfs Versprechen und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch? Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alne und Aru aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunes. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Wie oft werde ich deine Übertreibungen noch eindämmen müssen, Iva? Übertreibungen? So bin ich. Stapelt die Soldaten hier! Sollen die Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet? Man sollte den Lehrmeister dieses... Eivor!